Hallo, erstmal willkommen zurück. Wie hinter dir? Ich sitze in dem Raumschiff. Ich meinte Ossel. ich such dich gerade, wo du hingeflogen bist. Irgendwas schießt. Ach, du bist zu dem anderen geflogen, da ist noch was. Das ist ein Carrier oder ein Frachter. Weil ich hab die ganze Zeit auf die Raumstation geguckt, aber ja. Ich kann mit dem Ding nicht Frachter manövrieren. Solche speichern. Mit Speichern ist hier nix. Wir okay. Werden alle sterben. Das hört sich nicht gut an. Bald ist es soweit. Vielleicht versuch beim mal das, versuch mal das Geschütz kaputt zu vielleicht machen. Beim Abendbrot. Ich bin gerade dabei. Ich sehe gerade nur, dass wir nur beschossen werden. Ja! Ich sehe auch ständig irgendwas an mir vorbei. Na also, läuft doch. Und das nächste kaputt. Sehr gut. Das will nicht kaputt gehen bei mir. Na doch jetzt. Okay, das wie sieht's jetzt aus? Aber das ist auch interessant hier mit dem grünen, mit dem orangenen und dem gelben. Das hat auch irgendwie was. Was lässt zwei Geschütze stehen? Ich bin halt einfach nur mal außen rum geflogen, um zu gucken, wo noch was ist. Jo. Da kann man bestimmt andocken. Ja. Gut, und wir haben bestimmt auch noch 20 Minuten oder so, um das auszunehmen. Und dann? Dann hauen wir ab, weil es dann ja in die Luft fliegt, ne? Aber angeblich macht die Explosion auch nichts kaputt, solange man nicht angedockt ist oder so. Gut, wir sind angedockt. Nein? Angedockt steht nein da. Gut. Es geht wahrscheinlich nicht, weil andere Fraktionen. Da ist ein Raumschiff. Ja! IGM Stop to Exit. Aha. Ach, ich sehe die schon wieder nicht. Also das funktioniert so nicht mit uns. Ach cool, da kannst du gleich rein, da sind schon Transportboxen. Ja, erstmal gucken, das ist halt übliche Beute im Moment. Noch nichts Episches leider. Zement, Steinmehl. Nix. Ist ein bisschen enttäuschend. Freighter Cargo, Freighter Ding. Wo seid ihr denn rein? Rein sind wir gar nicht, wir sind zu den Boxen geflogen. Ach so. Ja, da ist halt seitlich offen, so ein bisschen. Da ist eine Treppe. Da geht's rein. Die Treppe, unser Erzfeind. Ich glaube, ich nehme dann aber auch schon mal die... Ach nee, wir müssen ja erst den Kern zerstören, bevor wir hier was auseinandernehmen können. Oder steht da ein Text. Nur für autorisiertes Personal. Wir sind doch autorisiert. Du musst Violett haben, um weiterzumachen. Ja, jetzt schieß doch hier nicht rum, Mensch. Solche, das Geschütz versucht mich zu kriegen. Ja, aber mich kriegt's nicht. Kann man das überhaupt kaputt machen hier? Okay, hier ist Volchena schon durch, weil das sieht alles leer aus. Die oberen ja. Kannst du dich nicht wehren, Geschütz? Kannst du dich nicht wehren? Das bringt doch so nix. Kann man Sprengstoff auch runterschmeißen? Wow. Wer ist denn Träger, was machst du denn? Das klang nicht so gesund. Ich hab mich gefragt, wo das Geschütz ist. Ich wusste nicht, dass es dieses gute Feuer sein soll. Shit. Die wollen halt, dass man was tut für sein Geld. Ja, bis es sich bewegt hat. Aber jetzt kann ich mal den Trick ausprobieren, von dem ich gehört habe. Da ist ein anderes Objekt im Bereich. Ja, nee, leck mich doch. Okay, also, wann holt ihr mich ab von der Station? Wieso? Den Respawn ganz hinten, ne? An der nächsten Medi-Station Respawn hieß in dem Fall an der Servant 01. Jetzt schieb mich meine eigene Drohne weg. Ich wollte die Drohne benutzen, um da hinten den Sprengstoff an das Geschütz zu setzen. So. Das geht? Kann es hier nicht platzieren. Warum geht das nicht? Kann man es vielleicht Basen ging das da drunter oder daneben? Das müsste doch eigentlich auch schon reichen, oder? Ich schieße jetzt mit dem Raketenwerfer drauf, auch wenn hier nichts explodiert. Irgendwann wird's kaputt sein. Jungs, ich glaube, wir haben hier ein kleines Problem oder auch ein größeres. Ja. Wieso? Ich glaube, das sind zwei Flieger ineinander gebackt. Oh. Die können dann normalerweise nicht richtig fliegen. Solange es nicht unser Flieger ist. Jollum, ich bin hinter... Ossel, ich bin hinter dir. Komm mal mit, dann kann ich dir zeigen, warum ich das glaube. Na, ich komm mal eben mit. Ich bin ja auch hier. Ja, warte mal. Ich will ja das Geschütz könnte vielleicht so ein Hinweis sein. Ja, nicht nur das, sondern...
hier lang. Das ist gleich kaputt. Hier durchgehen. Mhm. Und hier ist ein Aufzug. Erst. Wo bist du? Ach, hier. Und jetzt gucke hier rein. Oh. Cool. Raumschiff im Wohnzimmer. Wir können hier nicht weiter runtergehen, obwohl es hier zur Brücke gehen würde. Oder nach unten. Aber wir können. Kann man da Sprengstoff einfach nicht drauf tun? Probier's mal. Geht. Und guck mal, ob es in die Luft geht. Ich weiß nicht, wo es Bumm macht. Da. Ah, das habe ich gesehen, ja. Nö, hat nichts kaputt gemacht. Ich sehe den Schwerkraftgenerator. Aber wo ist der Kern? Ich hätte ihn vorhin abgeholt. Meine Herren, wo bist du denn? Ich bin unten, wo das Geschütz war. Das ist ja dämlich. Jetzt geht er in den falschen Aufzug auch noch. Was? Weißt du denn, wo der Kern ist? Nee, der Kern nicht. Oh, ah, jetzt weiß ich auch, warum hier die Schwerkraft so krass ist, weil es hier zwei Schwerkraftgeneratoren gibt. Hm. Erschwert das Hüpfen ganz enorm. Erklärt einiges, das erklärt einiges. Ach, habt ihr das? Backpack auf China Tiger. Hättet ihr denn das Geschütz weggekriegt? Ja, bitte einsammeln mein Zeug. Ich hab keinen Platz mehr. Wir können uns hier auch nirgends durchschießen. Stimmt, das bringt nix. Du hast noch 21 Minuten. Das schaffe ich nicht lebend. Das bringt hier gar nichts. Ich würde dich ja abholen, aber ich habe keinen Sitzplatz. Oh, mein Schiff hat was abgekriegt. Das sollte man reparieren. Oh, ich komme die Treppe kaum hoch. Deswegen habe ich auf J gedrückt. Ah, nein. Konsole Deko. Aber das ist irgendwie seltsam, dass die ineinander... Soll ich mal den Bronco-Buster nehmen und dich abholen, Shena? Das musst du mit dem Besitzer klären. Ja, das weiß ich nicht, ob der ja sagt. Der sagt aber gar nichts, das ist immer Zustimmung, ne? Ja, du kannst ihn schon kurz nehmen. Aber du musst ja gleich wieder herfliegen, weil... Ich finde hier nur die Passagiersitze. Gehst du da über P rein, oder wie? Nein, ganz vorne. Nee. Du gehst nicht hinten rein, du kannst vorne einsteigen. Aber irgendein Cockpit hat hier auch einen total schweren Schaden. Das könnte auch das Cockpit sein, ja, auf das geschossen wurde. Hm. Ach, dann war 4% war der Schaden und nicht die Gesundheit. Okay. Ansonsten ist jetzt hier auch nichts mehr, ne? Shena, du bist bei der Raumstation. Ja, natürlich. Okay. Ich habe ja keinen Anzug, mit dem ich mehr ins All kann. Sind wir denn hier reingekommen? Durch eine Seitentür. Bremsen? Wir müssen hier die Treppe, glaube ich, wieder hoch. Oder? Ich bin bei dem großen Dock. Falls dir das was hilft, Dock 3. Oder soll ich mal anders? Das hilft mir gar nichts. Ich schalte jetzt einen Schwerkraftgenerator aus. Da bist du. Ach, yeah. Hier sind wir reingekommen. Ich habe einen Schwerkraftgenerator ausschalten können. Also ich kann das jetzt, sieht aus, wie Shena da reinfliegt. Ich kann dir zeigen, wo der Ausgang ist, wenn es dich interessiert. Warte, ich muss hier erstmal Chef wieder rausfinden. Hoffentlich sterbe ich nicht unterwegs. Hoffentlich nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Wo bist du denn? Bei den gelben Treppen. Fliege ich nicht viel ruhiger wie Kapitän solche. Hinter dir. Da. Du kommst hier hoch. Ah. Ich hab gerade Backpack auf Shena Tiger kommt mir her. So, wo? Ja, Moment, meine Festplatte macht gerade wieder beängstigende Geräusche. So. Hier die Treppe hoch. Klack, klack, klack. Ich weiß nicht, wo solche geparkt sind. Ich pack jetzt einfach auf dem Dach. Shena, wir sind angekommen. Hier sind wir draußen. Ich muss mal gucken. Bist du sicher, dass es das Dach ist? Nee. Vielleicht stehen auf der anderen Seite ja auch noch Lootboxen rum. Aber im All ist ja egal. Ja, kannst ja rumfallen, wie du willst. Ich brauche einigermaßen einen guten Weg halt zu meinen Sachen. Yay! Da musst du aber auf die andere Seite. Der Bronco-Buster steht gerade auf dem Kopf. Na, jetzt ist die Frage, wo ist der Kern bei diesem Teil, ne? Ja, es hat keinen Wert. Also, das kommst ja nicht mal richtig ran. Vielleicht ja, da kannst du dich durchschießen. Es dauert manchmal eine halbe Stunde, aber ist gut. Durch das andere Raumschiff?
Welches andere Raumschiff? Was redet ihr denn? Die zwei, die ineinander stecken, oder wie? Ja. Hab ich nicht gesehen, nirgendwo. Gut. Beim Broncobuster sieht man das zum Beispiel. Das ist vielleicht wieder ein Serverfehler, also... Nee, es stecken tatsächlich zwei ineinander. Ja, es sieht ein bisschen schwierig aus. Ach so, das erklärt, warum mit dem Fahrstuhl, wenn man da runter geht, dieser Winkel ist. Richtig, das ist nämlich der Traumschiff, das blaue. Na, dann kann man wenigstens die Spinte leer machen und so, ne? Hier ein paar Pflanzensamen. Soll ich einmal Sprengstoff platzieren, solche? Nein, du kannst, wenn du willst, kannst du kurz einsteigen und dich in Sicherheit bringen, weil ich feuer jetzt da einfach so drauf. Alles klar. Willst du einsteigen oder einfach bloß wegfliegen? Steige ein. Ich schieße jetzt nämlich ein Loch in der Mitte durch. Moment, ich steige ein. Ich hoffe, das trifft nicht mich, wo ich gerade rumfliege. Ach, bei unserem Glück. Trifft dich auf jeden Fall. So, ich bin im Bronco drin. Ich habe noch ein paar Anzug-Upgrades gefunden. Also heute ist es wieder recht buggy, das Spiel. Wow, wow. Muss immer zwei Hüllen durchdringen. Wir haben eigentlich alles auf unserem Schiff, was wir so brauchen. Ja. Da draußen fliegt dein Schäner vorbei. Ja, ich hab mein Zeug wieder. Yay. So, jetzt wieder ausrüsten, alles. Oh. Hm. Oh. Wenn man jetzt auch wüsste, hier, wo der Kern sich in ungefähr befindet. Hm. Ist ja fast wie damals beim Fernsehen gucken hier. So aufregend, so neu, ne? Nee, so verwackelt. Ah. Hm? Cargo. Tja, ich und bin im so Hinterteil gelandet. Also im Moment habe ich schon ein gutes Loch reingeschossen. Jetzt bin ich durch. Ja, man kann durchgucken. Dann können wir jetzt aussteigen. Und einen Kern suchen, oder wie? Klar. Ja. Ich muss das sieht hier fast jetzt schon gut aus hier. Ich muss nur den Ausgang finden. Da. Au. Bringing the universe to you, get your subscription today. Aua, aua, aua. Was wird da gefeuert? Was ist denn da los? Da war... Ich vergesse, dass das Schiff noch nicht uns gehört. Oh, das ist ein Geschütz, oder? Oh, hier sind auch noch Frachtboxen, die noch nicht leer sind. Nicht, dass jetzt viel Wertvolles drin wäre, aber das nehme ich doch gerne mit. Also dieses Crash-Geräusch, war das ein Kern oder nicht? Nein, das war ein Geschützturm. Ah. Ah, Shayna, du bist auch bei mir dabei. Ja, ich hab dir zuerst gesehen. Okay, ich bin hier in der Hangar Bay 1. Was ist das denn? An Kisten sollte man erstmal nicht gehen, ne? Oh, du kannst auch an die Kisten gehen. Ja, ich weiß nur, da habe ich auch schon mal lustige Sachen ausgelöst. Lustige Sachen. Da ist der Broncobuster. Mal ein bisschen seiner Sachen vollpacken. Immerhin, zwei Arrestrumbachen. Okay, ich bin hier. Ah, da ist das Loch. Ich sehe euer Loch. Also. Oh. Da ist jemand grünes. Oh, das Loch. Das ist wieder weg. Ich habe den Garten gefunden. Ich habe die Ammo-Boxes gefunden, aber da ist ein Boden dazwischen. Da kann man nicht nach unten. Hm. Hallo, Freunde! Aber man kann da Sprengstoff anbringen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hm, das hier sind Captain's Quarters oder was? Ich bleib mal auf Abstand, ich hock mal auf dem Klo. Ah, ich komme nicht raus. Kann auf Toilette nicht zugreifen, andere Fraktion, also. Was? Wie stellt ihr euch das vor? Tja, da geht der Deckel nicht hoch. Und das hat mal gar nichts gebracht, schön. 900 Schaden, also 900 Lebenspunkte hat's noch. Und mit der Pistole komme ich da auch nicht durch. Wenn wir halt wüssten, wo wir suchen müssten, könnten wir von draußen mit Raketen drauf schießen. Ich fliege wieder raus und schieße noch ein paar Mal, ja.
Dann gehe ich aber auch raus. Ja, warte mal noch Mad kurz. Habe ich gefunden. Hangar Bay. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Tja. Guck mal hier, wo ich bin. Gina. Und jetzt einfach hinter mir. Ah, ich hab den Warp-Antrieb gefunden. Also von einem der Schiffe. Ein Rolltor? Okay, ich werde beschossen von irgendwas. Irgendwas schießt, ja. Das ist aber auch irgendwo reingepackt. Ah! Warte, bis ich draußen bin. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, das ist das Problem. So, hier raus. Ah. Er schießt woanders hin, das ist gut. Ich glaube, das ist der Warp-Antrieb. Ah, da war ich da eben noch. Er hat auf jeden Fall orange geleuchtet. Also bei irgendwas ist der Strom schon ausgefallen. Bei dem blauen. Aber ich kann noch nichts wegmachen. Also demontieren. Na, so lange vergreife ich mich halt noch an den Kisten. Da ist teilweise noch was drin. Hier leuchtet es gerade rot. Ist das vielleicht ein gutes Zeichen? Wo leuchtet es rot? Ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ah ja, okay. Da ist... Kann ich hier? Tja, tatsächlich. Da, da ist der Kern. Vom Schiff raus. Okay, mach ihn kaputt. Okay, das war für das blaue Schiff. Das bewegt sich auch gerade. Das blaue bewegt sich. Ja, das ist sehr lustig. Wackelt grad. Ja, so ein bisschen. Das wackelt sich hier gerade raus. Hilfe! ich bin ja schon am Abbauen. Ah, es hat noch Munition. Noch 5 Minuten. Oh, es wackelt. Kommt's raus? Es kommt raus. Ah! Schön gegen den Bronco-Buster. Tschüss. Tschüss. Ah, wir können jetzt in das Gelbe rein. Juhu. Aber jetzt wissen wir nicht, welches als erstes hochgeht, ne? Wir haben noch 5 Minuten, ne? Ey, da ist der. Da ist der Warp-Antrieb. Wie viel Schaden nimmt man denn so, wenn man. Also angeblich macht die Explosion von dem Raumschiff keinen Schaden. Aber es haut dann definitiv alles weg. Aua. Au, was schießt denn hier auf mich? Hier, ich seh's. Ist weg. Das stand beim Warp-Antrieb. Oben bei den Kisten. Da wurde ich vorhin auch beschossen. Oben bei den Kisten. Ich glaube, ich fliege trotzdem mal mit meinem Jäger ein klein bisschen auf Entfernung, wenn das hochgeht. Muss man ja nicht direkt nebendran sitzen, ne? Ich bin gerade noch am Looten. Oder soll ich mal zu dem Blauen hingehen, bevor es ganz abtreibt? Wo ist denn das jetzt hin? Aua! Irgendwas schießt hier wieder. Ah, da. Okay. Ist ja, komm mal schnell, ich brauche Hilfe. Wo bist du denn? Ja, mein Inventar ist fast voll. Ach so. Ja, meins war voll, deswegen bin ich auch schon mal abgetrieben, also, ne? Das klingt, als wäre schöner, ja. Noch 5 Minuten. Komme ich jetzt hier wieder raus? Das frage ich mich auch gerade. Fakt. Da. Hier ist noch ein Frachter rein. Das sind 3. Was? Alter. Ja, hol mich mal bitte hier raus. Wo bist du denn? Ich bin hinter eine Wand gebackt. So, ich mach dir keine Sorgen, in 5 Minuten bist du eh draußen. Bist du noch in dem Gelben hier? Ja, da ist gelb-orange und... For all the fucked I need to have. Ach, hier sind ja sogar noch mehr Frachtboxen. Das ist ja schön. Das ist aber schön, Junge. Ja, dann machen wir jetzt hier 5 Minuten Pause. Wenn ich erstickt bin, ist es auch egal. Also, bis gleich. Was? So viel Luft hast du noch. Ach, Leute. Ah, da war Shena wohl. Da ist noch ein Behälter gewesen mit einem bisschen Biosprit drin. Ja. Soll ich jetzt weg? Wo ist mein Schiff hier? Da. Scheinbar. Gut. Die Turtelklinge. Dann beende ich meine Folge hier auch und mache auch eben eine kurze Pause. Tschüss.
Tschüss.